Herzlich willkommen aus Berlin vom University Future Festival 2023. Wir machen weiter hier mit unserer nächsten Keynote. Silja Graupe ist da. Sie ist eine Macherin mit Visionen. Sie ist die Gründerin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, eine Hochschule, die ökonomisches Lernen ganz neu denkt und dabei auch didaktisch die Lernenden anders abholen möchte. Und Silja Graupe stellt uns heute das transformative Lernen vor, ein relativ innovatives Konzept, das auf den Wunsch vieler Menschen einzahlt, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was sie uns dazu erzählen wird. Ich hoffe, Sie auch. Und wenn die Keynote Fragen aufwirft, kein Problem. Darauf werden wir am Ende auch noch eingehen können. Sie können es einfach hier in der Seite in den Chat reinschreiben und dann gucken wir, dass wir da nachher noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Und erstmal freuen wir uns aber auf den Input zum transformativen Lernen, dem Sinn ein Leben geben. Herzlich willkommen, Silja Graupe. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Sie haben es gehört, ich bin Gründerin und Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Und wir versuchen tatsächlich, die Menschen zu befähigen, vor allen Dingen junge Menschen in diesen schwer krisenhaften Zeiten, einerseits einen Sinn suchen zu können, sie darin zu bestärken, was sie tatsächlich in der Welt verändern wollen und das dann eben auch ins Leben und in die Praxis bringen zu können. Wir fahren also sozusagen ein alternatives Modell gegen eine Bildung, die den Menschen erstmal sagt, lernt unsere Sprache, bevor ihr mitredet, lernt erstmal unsere alten Dinge, bevor ihr euch dann mit euren Motivationen und euren Praktiken beschäftigen könnt und daher auch der Titel dem Sinn ein Leben geben. Ich weiß, dass Sie hier viel zur Digitalisierung arbeiten. Mein Vortrag ist ein Vortrag zur Digitalisierung, in dem ich thematisiere, was eigentlich der Mensch ist und was er kann und wie wir ihn an Universitäten und natürlich auch Schulen und in der betrieblichen und gesellschaftlichen Weiterbildung befähigen sollten. Ich möchte kurz Sie abholen, wo wir eigentlich stehen als Universitäten. Was ist die Menschheit, die zu uns kommt und die versucht, sich in einer Welt im Umbruch zu bewegen. Jugendstudien sagen, dass teilweise 3/4, manchmal mehr, hier 86% der jungen Leute sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Es sind nicht so sehr individuelle, sondern gesellschaftliche Krisen, die sie beschäftigen, allen voran die Umwelt- und Klimakrisen, aber auch soziale Krisen. Und ungefähr 3/4 dieser Menschen haben kein Vertrauen ins Bildungssystem, dass dieses System schaffen wird, sie zur Gestaltung dieser Krisen oder zur Lösung dieser Krisen zu befähigen. Ein besonderes Problem, was wir bearbeiten wollen mit diesem transformativen Lernen, ist dieses, was das Reingold-Institut vor 2 Jahren als Zukunftsvakuum bezeichnet hat. Wir wissen aus Analysen, dass gerade junge Menschen dystopische Zukunftsbilder haben, die sie aber nicht als freigestaltbar wahrnehmen können. Das heißt, es herrscht eine Angst vor, aber wir wissen gar nicht, wo wir hingehen wollen. Und für das Menschenbild, was ich Ihnen vorstellen kann, ist das ein absolutes Warnsignal. Sie können natürlich ohne jede Zukunftsvision das Alte, das Vergangene lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können auch lernen ohne richtige Zukunftsvision für die Gesellschaft, wenn es Ihnen nur um Geld verdienen geht. Aber auch da wird es schon schwer werden, wenn Sie Angst haben, dass die Jobs, für die Sie gebildet werden, in einer alten Universität nicht mehr da sein werden. Und gleichzeitig, und ich denke, das sollten wir als Universitäten absolut ernst nehmen, wo die Fridays for Future Generation nicht nur in unsere Universitäten kommt, sondern die schon da ist, dass, wie die Bertelsmann Stiftung in Umfragen gezeigt hat, die jungen Menschen wollen Gesellschaft mitgestalten, sie wollen sich nicht nur ins private Schneckenhaus zurückziehen, sie wollen Verantwortung nehmen und lassen Sie uns, wie auch die Stiftung sagt, diese Chance endlich wahrnehmen und dafür aber auch dann Bildungskonzepte und nicht nur extracurriculare Veranstaltungen machen. Die bisherige Bildungsrealität, ich komme selber aus der ökonomischen Bildung, die teilweise tatsächlich, wenn man allen Statistiken glaubt, extrem weit zurück ist, was die Krisen, den Umgang mit Krisen, die Befähigung zur Gestaltung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Welt angelangt. Aber auch in anderen Bereichen werden Sie das kennen.
Wir gehen noch davon aus, dass ein altes Wissen, was in meiner Wissenschaft teilweise über 100 Jahre alt ist, vor allen Dingen von den Denkparadigmen her, dass es frontal von vorne gelernt werden kann und erstmal auswendig gelernt werden kann, funktioniert, wenn wir altes Wissen brauchen, was abgehangen ist. Wenn es aber um fundamentale Umbrüche in unserer Gesellschaft geht, ist das eher, wenn ich es mit Verlaub sagen darf und in der Kürze der Zeit, Zeitverschwendung. Sie sehen das auf der rechten Seite. Wir arbeiten in Gleichgewichtstheorien über eine Gesellschaft, die überhaupt gar keine Gleichgewichte mehr kennt, die keine Ruhepole mehr kennt. Und wenn, dann müssten wir diese Gleichgewichte, diese Ruhe in der Gesellschaft gestalten und nicht von einer unsichtbaren Hand geschaffen annehmen. Es gilt also diese Bildungsrealität. Wir machen das am Beispiel einer in die Gesellschaft und Ökologie eingebetteten ökonomischen Bildung, aber insgesamt umzugestalten und diese Frontalausrichtung auf eine vermeintliche Wahrheit, die ich außerhalb von mir wahrnehmen muss als Student oder Studentin, fundamental aufzubrechen. Wenn Sie in das Gebiet meiner Wissenschaft gucken, die Wirtschaft selber, also Ökonomie nicht als Wissenschaft, sondern als die Wirtschaft selber, dann sehen Sie, dass sie fundamental nicht nur in den ökologischen Bereichen, nicht nur in sozialen Umbruchbereichen, nicht nur in Kriegsbereichen, sondern auch in ihrem ureigenen Bereich von Krisen, Eruptionen und Beben geprägt ist. Und die großen Bewegungen, die Ökonomie als Wissenschaft zu ändern, geht auch auf diese fundamentalen Krisen zurück. Ich möchte Sie jetzt in eine Reise hineinnehmen, zu sagen, wie können wir diese fundamentale Idee, dass alles eigentlich im Wandel ist, dass alles umbricht, dass der Normalzustand eine fundamentale Krisenhaftigkeit ist, wie können wir das neu fassen in dem Menschenbild, die wir eigentlich unserer Bildung zugrunde legen, und will Ihnen dann zeigen, dass es nicht abstrakt philosophisches Gewese ist, ich bin Philosophin von zweiter Natur aus, sondern wirklich zu sehen, dass wir das knallhart didaktisieren, in Bildung bringen können und auch in staatlich anerkannte und akkreditierte Studiengänge überführen können. Eigentlich ist es nicht so schwer, wenn man in die anderen Bereiche der Naturwissenschaften guckt, ist ungefähr vor 100 Jahren Alfred Wegener aufgetreten und hat gesagt, es stimmt nicht, dass die Erde in ihrem Kern fest ist und daran sozusagen die Kontinente aufgehangen sind, sondern unsere Erde ist in ihrem Kern flüssig und alles, was wir als fest, als gegeben annehmen, nämlich den Boden, auf dem wir stehen, ist eigentlich nur eine winzige Kruste in einem Riesenmeer von ständiger Bewegung. Das hat dann leider bis 1969 gedauert, bis die Community das auch begriffen hatte. Ich hoffe, dass wir beim Menschenbild, ich werde Ihnen gleich zeigen, wie relevant das ist, das metaphorisch zu übertragen, ein bisschen schneller gehen möge, damit wir die jungen Menschen auch dort abholen, wo sie heute in diesen Krisen stehen und wie sie ihnen begegnen können. Ich plädiere also auch für einen Paradigmenwechsel dieser fundamentalen Art, dass wir sagen, sowohl Gesellschaft als auch der Mensch ist in einer fundamentalen Dynamik drin. Es ändert sich alles, das, was wir als altehrwürdige Institutionen sehen. Sie sind vergänglich, siehe Beispiel katholische Kirche, siehe Beispiel Universitäten, die meines Erachtens, wenn wir nicht aufpassen, ein ähnliches Schicksal vor sich haben, auch haben müssen, weil sie grundsätzlich erneuert werden müssen und nicht eben nur erodieren an der Oberfläche, sondern grundsätzlich umgeschmolzen werden. Wir sprechen aber gerade als ÖkonomInnen, aber auch im Behaviorismus, in vielen pädagogischen Grundlagen von einem völlig anderen Menschenbild, das ich Ihnen hier rechts kurz angeworfen habe. Das heißt, wir gehen nach wie vor von einer Rationalität aus, die in diesem Eisbergmodell des Menschen noch von einem unbewussten, nicht zugänglichen, nicht formbaren Erstarrten sozusagen unterfüttert ist. Wenn Sie dieses Bild rechts haben, müssen das nicht ausgedrückt haben, haben Sie eine Bildung, da lassen Sie Leute Gleichgewichte ausrechnen. Das ist das, was Sie oben sehen. Das ist eine bewusste Haltung. Und das Unbewusste ist das, was Sie allenfalls durch Nudging sozusagen ein wenig korrigieren können an blinden Emotionen, an Gefühlen und Ähnlichem. Sie haben aber keinen Mensch, der sich von sich aus erneuern kann und geschweige denn die Gesellschaft mitnehmen. Das lässt sich anders machen. Und hier sehen Sie einen Entwurf von uns, der dann in dieses transformative Lernen überführt wird, beziehungsweise ihm zugrunde liegt. Wir sagen, wir haben eine ganz andere Dynamik unserer Gesellschaft, in der Menschen, künstliche Intelligenz und so weiter, müssten wir dann diskutieren, aber in der Mensch erstmal fundamentale Fähigkeiten des Gesamtwandels seiner selbst und aller sozialen Institutionen hat. Ich mache es kurz.
an sozialen Institutionen für Sie ein wenig deutlicher. Sie werden sich erinnern, dass wir eine Corona-Krise hatten. Jetzt sitzen wir schon wieder alle ohne Masken rum und denken, es ist vorbei. Aber Sie erinnern sich an diesen Punkt, was in der Philosophie als soziales Magma beschrieben hat, wo Hunderte und Tausende und Hunderttausende auch in anderen Ländern in die Krankenhäuser hineinkamen und es keine rationale Antwort, schon gar nichts von Geschäftsführung gab auf eine solche Krise. Und wir haben gemerkt, wie wir alle auf den Balkonen gestanden haben. Wir haben geklatscht. Warum? Weil Menschen in dieser fundamentalen Krisendynamik einen Gemeinsinn hatten und on the ground und unmittelbar und direkt Lösungen gefunden haben, empathisch reagiert haben und so weiter. Sie wundern sich immer, dass es diesen Gemeinsinn gibt, wenn Fluten auftreten, siehe Ahrtal, wenn Brände da sind, siehe die laufenden Brände in Spanien, USA und Portugal. Das ist aber ein Kern dessen, wo wir eine so neue soziale Innovationskraft gewinnen können, wenn wir Menschen nicht in Hörsäle einsperren und die damit gar nichts zu tun haben, sondern wir brauchen Lehr- und Lernsituationen, wo unmittelbar diese Spontanität und dieses Handeln ernst genommen wird. Das reicht aber nicht. Sie haben es in der Corona-Krise bemerkt. Wenn wir nicht Rückzugsorte haben, um aus diesem sehr anstrengenden, unmittelbaren sozialen Handeln Visionen zu entwickeln, wie Institutionen jetzt umgeformt werden sollen, wenn wir es nicht schaffen, Visionen zu entwickeln, wie beispielsweise Bezahlsysteme für das Pflegepersonal, wenn wir nicht verstehen, Bürokratien abzubauen, um der Dynamik einen Raum zu geben, dann sozusagen drückt das Deckgebirge erstarrter Institutionen auf die Menschen hin, also auf die Menschen drauf, auf ihr soziales Zusammenleben. Und es kommt dann allenfalls zu dem, was wir jetzt im Sozialsektor sehen können, zu innerlichen und dann auch äußerlichen Kündigungen. Das heißt, wir müssen unsere Institutionen durchlässig halten, um, wenn wir keinen Halt mehr haben, sondern sich alles, und es wird in der Klimakrise noch mehr kommen, dass sich alles ständig unerwartet ändern, dann müssen wir in diese Felder unmittelbarer Gestaltung und Menschen die Visionskraft entwickeln lassen, zu sehen, welche neue festen Institutionen es dafür sozusagen braucht. Wir brauchen also diese Bewegung des Aufsteigenden, der Dynamik, die sich dann wieder schrittweise verfestigen kann. Die Umsetzung von Visionskraft braucht natürlich einen theoretischen Teil, dafür bin ich Wissenschaftlerin genug. Sie braucht aber vor allen Dingen eines, die praktische Gestaltungskraft, die tatsächlich jetzt beginnt, Gewohnheiten zu ändern. Wir haben in der Corona-Krise 800 Führungskräfte befragt, was diese praktische Gestaltungs- und Visionskraft bei ihnen ist, über Narrative abgefragt und dann selbst interpretieren lassen. Und wir haben gemerkt, dass das meistens ganz oberflächliche Bewegungen waren. Ich organisiere das, was wir immer gemacht haben, im Homeoffice beispielsweise. Das ist eine Art Innovation, aber man merkt, dass sie den eigentlichen Kern nicht trifft. Wir haben aber auch Unternehmen, Unternehmerinnen gefunden, die sagen, wir haben uns fundamental erstmal anders zusammengerauft. Wir haben unsere Sozialität neu geformt und daraus sind dann auch dauerhafte Innovationsleistungen hervorgegangen. Wichtig hier, dass wir merken in einem solchen Bild, dass das, was im Moment unsere Gewohnheiten sind, was uns so selbstverständlich ist, dass das eigentlich eine unglaublich dünne und brüchige Situation ist, eine ganz dünne Schale, auf der wir dann, siehe Krankenhäuser, auch noch mal rationale Managerpraktiken aufsetzen zu können, die sich selbst von diesen sozialen Erfahrungsgewohnheiten sozusagen distanziert. Die Rationalität, wie gesagt, die Gewohnheit ist etwas, auf dem wir stabil stehen müssen. Ich sage nicht, dass wir das nicht brauchen. Ich sage nicht, dass alles spontanes Handeln sein soll. Ich möchte nur auf die Brüchigkeit und die Notwendigkeit beständiger Umformung sozusagen hinweisen. Und ich möchte gerne wissen, wo wir an Universitäten Plätze schaffen können, wo junge Menschen die gesellschaftlichen Gewohnheiten, die zu diesen planetaren Krisen geführt haben, reflektieren, aufschmelzen, umschmelzen und neu gestalten können. Und dafür, meines Erachtens, müssen wir Bildungskonzepte schaffen. Wir haben die aufgeteilt in vier Feldern, die ich hier nur schnell aus Zeitgründen durchgehen werde. Wie gesagt, das Rational und Gewöhnliche, dafür jetzt zu sagen, dafür müssen Bildungs-
Orte geschaffen werden. Das ist völlig klar. Nein, ich bin als Ökonomin auch nicht dafür, dass wir nicht rechnen müssen. Wir haben rationale Welten, beispielsweise in den Börsen, die so geformt sind. Natürlich müssen junge Leute die nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten verstehen. Gleichzeitig liegen dort Gewohnheiten, Handlungsgewohnheiten. Wir müssen über die Frage des Umgangs mit Geldes, über moralische Fragen von Geldgier und so weiter reden, die dem zugrunde liegen, um dann eben in diese anderen beiden Bereiche hineingehend, wobei der wichtigste für mich ist Sinnstiftung. Sinnstiftung heißt, im aktuellen Geschehen sehen zu können, was sich bildet. Ja, nicht mehr kausal, nicht mehr durch Gewohnheiten, weil es in der planetaren Krise nicht mehr die Bedeutung haben wird, sondern Sinn zu suchen und überhaupt erst zu stabilisieren und daraus neue Institutionen zu formen. Selbst das wird nicht reichen. Wir brauchen Menschen, die befähigt werden und persönlich, soweit es geht, dynamisiert, stabilisiert sind, werden, genau in diesem Widerspruch, um spontane Hilfe zu leisten, wenn es im wörtlichen Sinne brennt. Dazwischen, darauf werde ich nicht eingehen, weil es ein philosophisches Konzept ist, aber dass Sie es einmal gehört haben, wir haben ja keine Situation, wo wir den Menschen noch sagen können, ja, du bist der Rationale und du bist das Gewohnheitstier, und wir auch das, sondern dass wir eine Situation haben, wo sich Menschen entscheiden können müssen, was gerade das richtige Feld ist und wir uns auch in Bildung entscheiden müssen. Das heißt, wir brauchen nochmal eine radikalere Kreativität, das ist hier gemeint, um überhaupt bestimmen zu können, was soll in welchem Bereich gebildet werden. Das werden wir den jungen Leuten nicht mehr vorschreiben können, sondern wir müssen sie zu dieser Art von Kreativität befähigen. Ich werde jetzt langsam auf die Didaktisierung übergehen. Also wie ist das möglich, aus so einem eher metaphorischen Bild tatsächlich Bildungsräume gestalten zu können? Ich glaube, diese beiden Bereiche sind erstmal das Zentrale. Dass wir sagen, es gibt natürlich einen Bereich der Innovationen. Ich meine aber hier eine grundlegend gesellschaftlich-soziale Innovation, wie ich sie gerade in diesen unterschiedlichen Bereichen genannt habe. Das heißt also, aus Chaos, aus zu verflüssigten wieder Strukturen zu schaffen können, auf die sich Menschen vorübergehend einigen können und unser aller gesellschaftliches Zusammenleben geregelt wird. Wenn Sie aber auf die Plattentektonik kommen, dann kann es nicht einfach sein, dass bestimmtes neues Gestein nach oben gedrückt wird und nichts anderes passiert, sondern wir müssen um den zweiten Bereich reden. Wo bauen wir Gewohnheiten ab? Wo schmelzen wir unsere Gesellschaft und möglichst nicht katastrophal, sondern in einigermaßen geordneten Bahnen sozusagen wieder ab? Das ist der Bereich, der meines Erachtens viel zu wenig an Universitäten beachtet ist. Wie bauen wir schlechte gesellschaftliche Gewohnheiten um? Und damit auch mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und zum Beispiel, Sie sehen das an der Klimakrise, gerade hier in Berlin, von Klimaklebern bis sonst was, was man an despektierlichen Äußerungen den jungen Leuten entgegenbringen kann. Aber zu sehen, dass die Frage, wie wir neue Institutionen schaffen, eine systematisch andere Frage ist, wie wir alte Institutionen abbauen. Und dort wird es auch andere widerständige Praktiken geben müssen. Übrigens passieren die meisten Erschütterungen und Erdbeben nicht, wo was Neues aufsteigt, sondern wo das Alte versinkt. Das sind die eigentlichen Bruchlinien der schweren Erdbeben. Und auch dafür sollten wir junge Menschen befähigen, wie sie die alten Institutionen, die für ihr Leben nicht mehr taugen, systematisch umarbeiten können, ohne dabei zu katastrophalen Maßnahmen der Radikalisierung greifen zu müssen. Das ist also das, was wir als Kreislauf sehen, sagen also dieses ständige Zusammenspiel von sozialer Innovation und Exnovation in einer Dynamik, die hier metaphorisch angelegt ist, das heißt in einer prinzipiellen Unsicherheit, einer prinzipiellen Spannung und einer prinzipiellen Leidhaftigkeit, dass das, was uns eigentlich stabilisiert, auch beständig umbricht und auch umbrechen hat. Und in diesem Kreislauf einerseits was Gestalterisches drin ist, deswegen nennen wir uns Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, und andererseits etwas vollkommen Unplanbares und Unvorhersehbares. Sie sehen, jetzt wird es nicht so metaphorisch, sondern jetzt wird es ausdidaktisiert. Sie sehen in der Mitte meiner Folie diesen Stern, der hat diese drei grundsätzlichen Innovationsausrichtungen, wobei wir die These vertreten müssen, dass die jungen Leute zunächst bei ihrer Erschütterung abzuholen sind.
Das heißt, die Krisenhaftigkeit der Welt wird bei uns Bachelor-Master im allerersten Semester thematisiert. Es bringt nichts, diese 86%, die ein schlechtes Zukunftsbild haben, die Sorgen haben, die Ängste haben, nicht bei diesen Ängsten abzuholen, sondern Systematisierung anzubieten, der Desorientierung auch auszuhalten. Und indem vor allen Dingen durch plurale Bildung interkultureller Art in Genderfragen bis hin zu pluralen Wissenschaftstheorien öffnen, zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, Zukunft zu denken, Geschichte zu verstehen, das Gegenwärtige zu denken. Und dann aber auch immer wieder die Ausrichtung. Es geht uns nicht darum, diese Menschen in einer Fluidität zu halten oder sich darin sozusagen einzurichten, sondern dann auch zu sagen, vorübergehend einen Handlungskompass beispielsweise ausbilden, Strategien schaffen und tatsächlich handeln. Und in diesem Dreiklang ist jetzt mit drei Bereichen, ich denke, wir müssen auch an Universitäten fundamental, und wir didaktisieren das auch so, über das neue Sein sprechen, das heißt Persönlichkeitsbildung. Wie sollen diese jungen Menschen in dieser fundamental von ihnen empfundenen Krisenhaftigkeit sich selbst überhaupt erkennen, sich selbst stabilisieren, sich selbst kreativ sein? Denn der alte Wissenschaftsbereich neu gedacht, eben die neue Wissenschaft, das neue Denken in der Erschütterung alter Paradigmen, so wie bei uns zum Beispiel in der Ökonomie, die Pluralität des Wissens, die dann aber in Transformations- und Zielwissen zu überführen ist. Und aufgrund dieser sozialen Dynamik unserer Krisen werden wir Universitäten in die Handlung kommen müssen. Die Menschen müssen in Handlung überhaupt erst Sinn finden können. Sie können in der Sinnstiftung nicht in einem Hörsaal bleiben mit 5000 Leuten, wo sie frontal auf eine Wahrheit nach vorne ausgerichtet sind, sondern sie müssen mit AkteurInnen aus Wirtschaft, Kultur, Gesellschaftsgestaltung und Politik ins gemeinsame Tun kommen, um daraus dann wieder neues Sein und neues Denken ableiten zu können. Ich zeige Ihnen zum Schluss kurz, wie sich das unterschiedlich didaktisieren lässt. Hier ist einer unserer Studiengänge, der Master Ökonomie, Nachhaltigkeit, Gesellschaftsgestaltung, wo wir mit zum fundamentalen Mindset befähigen, das heißt zu Kultur- und Narrationswandel beispielsweise. Und Sie haben hier jetzt die Bereiche eben der Persönlichkeitsbildung, dann noch klassisch universitär angelegt, erst denken, dann handeln. Ja, sehen, es geht vom ersten Semester ins vierte runter. Ja, das heißt, Sie haben aber parallel komplett begleitend die Persönlichkeitsbildung auch in ein bisschen Forschungsmethoden hinein. Sie haben dann dieses neue Denken in diesen drei unterschiedlichen Bereichen, die ich genannt habe, und gehen dann in das Handeln über. Ich meine aber auch, dass es andere Kurse geben muss, die wir auch haben, wo dieses Ganze sozusagen in sich, also interrelativ vom ersten Semester an, wir haben einen anderen Master, der mit dem Handeln beginnt, das ist das Zentrale in der Praxis mit Unternehmen, NGOs und weiteren Einrichtungen und sich dann auf der einen Seite die Persönlichkeitsbildung sozusagen entfaltet und auf der anderen Seite das neue Denken. Das ist auch noch durchdidaktisiert in den einzelnen Modulen. Darum geht es hier nicht, dafür habe ich keine Zeit, aber dass Sie sehen, dass wir diese fundamentale Art, Bildung neu zu gestalten, machen können. Und gucken Sie mal auf die Titel. Ökonomie und Krisen der Gegenwart, Ökonomien und Utopien der Zukunft. Wir brauchen keine VWL 1, 2, 3, 4 mehr, sondern wir brauchen thematische Orientierung, wo diese Dynamik dann durchgehalten wird. Ich schließe damit in der Sache der Andeutung, wir können es dann in Diskussion nehmen, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist, sage, wir brauchen für dieses alle auch institutionelle Innovationen, deswegen die Gründung einer neuen Hochschule, um das im Kleinen sozusagen leben zu können, wo Menschen nach vorne gestellt werden in ihrer Wirkung für Gesellschaft, eine fundamentale Unabhängigkeit von zu festen Gewohnheiten der Hochschule, also fundamentale Wissenschaftsfreiheit, nicht von Gesellschaft, sondern zur Gesellschaftsgestaltung verankert ist und Hochschule, so wie es betrieben, sich dort nicht mehr als Institution zu ernst nimmt, sondern für die jungen Menschen, mit den jungen Menschen auch Institutionen gestaltet in der Dynamik, wie ich sie zuvor beschrieben habe. Vielen herzlichen Dank. Wow, vielen Dank, Silja Graupe. Ich zitiere direkt einen Kommentar hier.
der auch noch mal viele Daumen hoch bekommen hat. Was für eine unfassbar mutige, tolle und inspirierende Rede. Danke dafür schon mal an dieser Stelle. Das gebe ich gerne so weiter. Danke. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Silja Graupe. Wenn Sie also Fragen haben, noch konkrete zu diesem Konzept, was wir jetzt ja hier nur angerissen haben, dann sehr gerne. Und ich starte direkt mal mit einer Frage, die reingekommen ist. Sehen können, was sich bildet. Das erfordert ein tiefes Verständnis, allerdings noch immer nicht als ernstzunehmende Kompetenz anerkannt, oder? Wäre es nicht schön, wenn wir das Beobachten und Aufgreifen von Impulsen aus der Basis, also auch aus der Gruppe der Studierenden, lernen und umsetzen? Ja, es ist tatsächlich, also wir merken das bei unseren jungen Leuten, wenn ich habe dieses Einführungsmodul Ökonomie und Krisen der Gegenwart und sie kommen mit ihrer Vorstellung einer ganz konkreten Krise zu uns, in der sie entweder selbst stehen oder aus den Medien erfahren haben, aber wir sagen auch nicht, was es sein soll, sondern vom ersten Tag sie ernst zu nehmen, dass sie etwas mitbringen, von dem sie schon etwas wissen und zugleich aber drinstehen, weil diese Menschen leiden ja an den Krisen und die leiden genauso wie wir. Und sie darin mitzuholen und sagen, aber du kannst, und das ist meines Erachtens der wichtigste Sache gegen Radikalisierung und Fundamentalismus, wir können in der Sache, in den Angst zusammenstehen und wir können ihr Sprache geben und dadurch auch und dann in einem weiteren Sinne gestaltbar machen. Ja, und deswegen dieses absolute Ernstnehmen von Menschen, die so wie wir, sie wollen mitgestalten. Und ich kann Universitäten nicht mehr verstehen, wenn sie sagen, mach erst mal 5 Jahre das, was wir euch sagen. Das kann nicht die Zukunft sein, sondern dieses fundamentale Ernstnehmen von Menschen, die sich selbst gestalten können und die Antworten und Gestaltung brauchen werden, von denen wir noch keine Ahnung haben, wo sie, also in welche Richtung es gehen wird. Es kommt noch mal eine Anschlussfrage. Also es geht nicht nur um, wäre es nicht schön, sondern wie schaffen wir das auch? Also wie wäre denn der Weg dahin? Haben Sie da auch noch Ideen? Also ich beziehe es jetzt, glaube ich, auf die Bildung, was hier gemeint ist. Sie sagen eben, also wie gesagt, dieses erstmal ernst nehmen und dann tatsächlich in den vielfältigen Wissenschaftstraditionen dann nicht Antworten zu geben, sondern überhaupt Ausdruck für die Problematik. Das ist das, was wir im ersten Semester tun. Also Gesprächsangebote aus Philosophie, Sozialwissenschaften, teilweise der Ökologie, um ein solches Verständnis auch der Gewordenheit und der Problematik überhaupt sichtbar zu machen. Da hat also Wissenschaft ihre Rolle, nicht mehr etwas zu vermitteln, was vermeintlich wahr ist, sondern Menschen Angebote eines tieferen Verstehens zu machen, um an Wurzeln von Problemen, wo die jungen Menschen und wir ja auch häufig gar nicht gewusst haben, da kann es eigentlich liegen, wo Probleme auch zusammengeführt werden und dann auch es sich lohnt, eine Innovationskraft anzusetzen. Mhm. Spannende Frage, finde ich. Wo grenzen Sie denn Ihren Ansatz von dem der Resilienz ab? Ich glaube, ich will es nur philosophisch, weil wir sonst, also von einzelnen Sachen, es hat auf jeden Fall einen Teil von uns. Bei diesen Erschütterungsfragen für mich immer, wie viel Wissen um die Schwierigkeiten der Welt können noch mit Handlungsfähigkeit einhergehen. Das hat viel mit Resilienzfragen zu tun, mit Stärkungsfragen, mit Stabilisierung, wenn es sozusagen zu dynamisch wird. Und gleichzeitig aber diese Innovationskraft, die ich aufgezeigt habe, mit in die Lehre hineinzugeben. Ja, ist also nicht. Und das andere, das sind aber Strömungen innerhalb der Resilienz auch selber zeigen, es geht nicht darum, Individuen zu stabilisieren in gesellschaftlichen Verhältnissen, wo sie vermeintlich Opfer sind. Sondern Resilienz muss heißen, Menschen mitzunehmen, dass wir zusammengestalten können. Ja, also ich möchte nicht Menschen stabilisieren oder zu sagen, du musst jetzt dieses System aushalten. Ja, sondern immer die gesellschaftliche Komponente der Umgestaltung mit hineinzuziehen, um eine Gesamtdynamik, also eine gesamte Resilienz auch tatsächlich, aber in dieser fundamentalen Dynamik, die ich beschrieben habe. Mhm. Eine sehr spannende Frage, über die ich mich sehr freue. Sie sprechen immer von jungen Menschen. Gibt es eine Altersgrenze, um hier studieren zu können? Nein, überhaupt nicht. Bei uns, also das Interessante ist, dass wir zum Beispiel einen Chefarzt bei uns haben und der wollte unbedingt einen Bachelor studieren, sozusagen von Grund auf, über 60. Nein, das geht nicht. Ich sage natürlich, der fundamentale Bildungsauftrag liegt dort erstmal. Aber gerade in den Studiengängen, die mit Handlung anfangen, das heißt Erfahrungssättigung, also tatsächlich schon Erfahrung zu haben, an denen man leidet, an denen man etwas umgestalten will und so weiter, da merken wir auch, dass die Altersgrenzen hochgehen, schlicht und ergreifend, um diesen Schatz sozusagen zu haben.
haben, wir haben 50% unserer Studierenden Master sind sogenannt fachfremd, muss man nach Bologna immer noch sagen, sind natürlich nicht erfahrungsfremd und schon gar nicht gestaltungsfremd, aber sogenannt fachfremd, sagen sie, wir müssen die Wirtschaft transformieren lernen, weil wir sonst in Kultur, Medizin, Ingenieurwissenschaften, Theologie, whatever sozusagen nicht recht kommen. Das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen, also mit Unternehmensverbänden beginnen wir, weil der Druck enorm wird zu sagen, können nicht die Menschen bei uns auch diese Änderungen, also wir werden das, was man so schön sagt, lebenslanges Lernen überführen werden und die Schulen kommen auf uns zu und sagen, wir müssen auch was tun. Ein hoch umstrittener Bereich in den letzten Jahren, wo sich es jetzt auch wandelt, sehen in dieser fundamentalen Frage, dass diese Krisenbewusstheit und diese Angst vor Krisen ja auch schon die Jüngsten erfasst hat und wir im Übergang gerade auch von Schule, also spätestens da, dann auch etwas tun müssen, um Bildungsentscheidungen auch anders treffen zu können. Zeit ist schon bald um, wir haben noch eine Menge Fragen, deswegen vielleicht mit der Bitte um kurze Antwort. Wie findet denn der Transfer von individueller Transformationsfähigkeit dann zu der gesellschaftlichen Transformationsfähigkeit didaktisch statt? Also wie bereiten Sie die Menschen dann da vor? Also ich würde es mal an den Bereich der Erschütterung nehmen, dass Sie, Erschütterung heißt normalerweise Glaubenssätze zu verlieren. Es wäre eine individuelle Frage, durch die wir Menschen auch durchbegleiten. Also, und dann merkt man aber, dass meine Glaubenssätze gar nicht so fern sind von gesellschaftlichen Glaubenssätzen. Also dass in mir ja eine gesellschaftliche Frage, die dann im neuen Denken als die Frage von Paradigmen wieder aufscheint. Das heißt, sagen, wie stehe ich mit meiner Frage nach dem, was mir Halt gibt, wie ich mich ausrichten kann, ist ja in einer Resonanz zu dem, erstens bin ich gesellschaftlich von gesellschaftlichen Bildern geprägt und gleichzeitig die umzugestalten. Das heißt, wir haben hier bis hin zu der Literatur sozusagen, merken wir halt, dass das wie zwei gleiche parallele Stränge sozusagen sind, die wir dann auch in diesen Resonanzen bearbeiten, weil wir curricular verschränken, dass wir also wissen, was der in der Persönlichkeitsbildung tut, auch gleichzeitig weiß, was in der also im Wissensgebiet, im Denkenbereich passiert. Ansonsten bekommen Sie es nicht hin, es sei denn, Sie würden es streng formalisiert auf jeden Fall beachten. Und eine letzte Frage, die ich jetzt noch reinnehmen möchte. Wo und was arbeiten denn Ihre Studierenden nach dem Studium? Nochmal ganz konkret werden zum Schluss. Genau, also das ist in einer Bandbreite, es sind einige, die in Gründung, also nachhaltiger Unternehmen oder erstmal kleinen Unternehmen gehen, sind in der Bandbreite der NGOs tätig in diesen Transformations- und vor allen Dingen Bildungsbereichen. Wir haben in den Gründungen auch Bildungsinstitutionen. Wir haben aber auch den ganzen Bereich beispielsweise von Landwirtschaft relativ stark, von Politik und Politikberatung teilweise auch als Selbstgründung und jetzt durch neue Masterstudiengänge eben diese Befähigung hin zur Wirtschaft, weil wir dort merken, die jungen Menschen in diese ganz erstarrten Institutionen von Politik und Wirtschaft zu gehen, ist eine unglaubliche Institutionsmüdigkeit. Da können wir ja nichts bewirken, zu sagen, wie sollen wir da je was aufschmelzen und da jetzt eben auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die merken, sie werden diese Leute brauchen, auch wenn sie ein bisschen Angst vor denen noch haben. Also dort jetzt Verbindungsflächen zu schaffen, weil wir sonst als Gesellschaft eine fundamentale Problematik geraten und wir das auch sehen, dass es Ausweichbewegungen bis dahin jetzt noch gibt. Das heißt, unsere Leute, wenn sie nochmal an dieses Magma-Bild denken, sind eher in den unteren Bereichen, wo noch eine ständige Dynamik, wo ständige Hilfeleistungen, ein neues Finden von institutionellen Gewohnheiten und so weiter. Dort sind wir im Moment sehr, sehr stark, auch in der Bewegung von Exnovation, Widerstandsbewegung, Organisationen von diesem in einem friedlichen und pazifistischen Ausmaß. Dort haben wir auch welche, aber das ist in die obersten Strukturen institutionell harter Gewohnheiten. Das wird noch ein Weg sein, aber Sie machen alle jeweils Ihren Weg. Da sind wir mittlerweile nach 8 Jahren, wo es uns jetzt gibt, sicher, dass das gelingt. Das glauben wir auch, das klingt so. Vielen, vielen Dank. Sie haben hier tatsächlich eine große Resonanz erzeugt. Wir haben ziemlich viele Fragen, können leider jetzt nicht mehr auf alle eingehen, aber so wie Sie für Ihr Thema brennen, ich wette, Sie sind ansprechbar. Danke, ja, dass Sie uns ein Stück weit damit reingeholt haben. Und wir machen jetzt eine kleine Mittagspause für alle, die jetzt digital zugeschaltet sind. Ich würde Ihnen gerne empfehlen, Sie jetzt mal am eine Runde Karussell zu fahren. Es gibt auf der Pausenstage was ziemlich Cooles, wie ich finde, das sogenannte Netzwerkkarussell. Vielleicht erinnern Sie sich an das Konzept von Chatroulette, wo man
tatsächlich durch Zufall mit anderen Menschen verbunden werden kann und über Themen in Austausch kommen kann, was man vielleicht so gar nicht geplant hatte. Und es lohnt sich da auf dieser Pausenstage mal vorbeizuschauen und ja, eine Runde Karussell zu fahren. Probieren Sie es aus, muss ja gar nicht lange sein, aber mal gucken, wem Sie da so begegnen. Und ansonsten natürlich, nutzen Sie auch die Pause, sich hier zu vernetzen. Wir haben diverse Möglichkeiten hier auf der Plattform, Leute direkt anschreiben, auf die Social Wall gehen, schauen Sie sich ein bisschen um und sammeln Sie natürlich auch Kraft für den Nachmittag. Für die Leute hier im Saal, es gibt was zu futtern und zwar haben wir einen Foodtruck draußen. Wenn Sie hier diese Treppe runtergehen, ist eine Tür, wo Sie rauskommen können, wo es gleich was zu essen gibt. Und dann hoffe ich, dass Sie die Pause alle gut nutzen, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Ist ja auch ein ganz wertvoller Part eines Festivals. Viel Spaß dabei und wir sehen uns um 13:05 Uhr wieder hier auf der Mainstage mit den nächsten Keynotes. Ich freue mich drauf. Bis gleich.